Grünen brauchen neue Machtoptionen. Dafür müssen sie beliebiger, inhaltsleerer und opportunistischer werden. Also im Prinzip die neue FDP. Kennen Sie doch irgendwoher? Irgendein bekannter Politiker, der früher bei den Grünen mal eine große Nummer war. Das weiß ich auch nicht. Wissen Sie nicht? Nee, aber so fängt das an mit dem Alzheimer. Herr Kretschmann, wie fühlt man sich, wenn man immer alles besser weiß? Ich weiß gar nicht immer alles besser. Jetzt wissen Sie ja wieder schon wieder alles besser. Was haben Sie denn, was Jürgen Trittin nicht hat, von einer Zukunft mal abgesehen? Lange Haare. Es gibt ja eigentlich für die Grünen jetzt nur eine Chance, regierungsfähig zu werden. Eigentlich ist die CDU der einzige Koalitionspartner. Das heißt, sie müssen die neue FDP werden. Werden wir aber nicht. Ach, warum denn nicht? Das wäre für uns so gut, für die Heute-Show. Das glaube ich, aber wir wollen es einfach nicht werden. Aber Sie sind doch als Grüne auch für Recycling. Genau das richtige Signal hier. Ein FDP-Kuli. Ja. Toll. Die haben Sammlerwert bald. Ach so. Die habe ich mal mitgenommen. Ist ein super Zeichen. Was begeistert Sie sonst noch an der FDP, außer der Kuli? Die waren gratis. Dann habe ich die mitgenommen für die Schule. Die Grünen. Beneiden Sie manchmal die FDP? Nee, die sind ja jetzt völlig raus aus dem Spiel und müssen wieder Tierversicherungen verkaufen. Ja. Aber die haben wie Sie nichts zu sagen, können sich aber die ganzen öden Bundestagsdebatten sparen. Ja, ich bin ja freier Abgeordneter. Herr Hofreiter, ganz kurz. Laufen Sie doch nicht weg. Ich muss nachher eine Rede halten. Ja, ja, das hat Trittin auch immer gemacht. Sie sehen ja, wo er heute steht. Herr Hofreiter ist vor mir schon mehrmals weggelaufen. Wirklich? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wirklich so. Aber der ist doch nicht so schnell. Wenn ich mir Sie so anschaue, sind Sie die neue Claudia Roth? Nein! Nein, natürlich nicht. Der einzige Koalitionspartner ist die CDU, das heißt, Sie müssen die neue FDP werden. Tja, von wegen, ja? Von wegen, die neue FDP. Das wäre auch für uns gut. Ja, das wäre für Sie gut, aber das, also müsste man jetzt ja mal jemand so wie Brüderle... Nein, wir sind nicht Haben die Sie neue. So jemanden wie Brüderle? Nee, ich glaube nicht. Kretschmer vielleicht? Der kann auch alles außer Hochdeutsch? Aber den muss man nicht untertiteln. Ich glaube, bei dem spürt man es, was er meint. Das war ja bei Brüderle nicht immer so. Okay. Nein, wir werden nicht die neue FDP. Ja? Ich schreibe jetzt meine Rede. Okay, schreiben Sie mal Ihre Rede. Wenn Sie noch ein paar Gags brauchen, sagen Sie Bescheid, ne? Herr Hofreiter? Darth Vader ist tot. Es lebe Darth Vader.